Ich habe vorhin von Perspektivenwechsel geredet. Und wir haben heute Gelegenheit, so einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Wir haben einen Gast da von ein paar Jahrhundert vor unserer Zeit. So Sachen gehen manchmal. Die Predigt von heute ist eine biblische Erzählung. Aus der Zeit, wo die Israeliten aus Babylon ausgewandert sind, zurück auf Jerusalem zum Tempelbau. Der René bietet uns heute so einen Perspektivenwechsel an, indem er in eine Rolle schlüpft von einem Bäckersohn und uns aus dem seiner Sicht erzählt, was dann etwa so abgegangen ist, wie das könnte gewesen sein. Es gibt dann keine Auslegung dazu, keine Tipps, keine tieferen Gedanken. Unser eigener Perspektivenwechsel ist gefragt. Wir sind gefragt, uns darauf einzulassen, auf die Geschichte und auf das, was Gott uns persönlich dadurch sagen will. Gedanken und Worte, die anklingen, aufzunehmen und weiterzuspinnen über den Sonntag hinaus und uns zu verändern. Jesus hat ja mit dem Gleichnis auch immer gerne Geschichten erzählt. Und darum muss an dem etwas dran sein, das Wort Gottes so weiterzugeben. Lasst euch nicht irritieren von der Flötenmusik zwischendurch. Sie werden dazu gedacht, die Geschichte noch etwas zu untermalen. Bis so gut, René. Klar, wir haben uns das lange überlegt. Schließlich ist es uns gut gegangen in dem Babylonien. In all diesen Jahren haben wir eine florierende Bäckerei aufgebaut. Unsere knusprigen Fladenbrote waren sehr beliebt, nicht nur bei den Juden, bei unseren Volksgenossen. Auch die Einheimischen sind manchmal Schlangen gestanden am Morgen, dass sie noch ein knuspriges Stück Brot bekommen haben. Und reich sind wir auch geworden, ziemlich schnell sogar. Wir konnten uns am Stadtrand gleich mal ein kleines Haus kaufen mit einem schönen Gemüsegarten. Und unseren Kindern ist es auch gut gegangen. Die haben gute Kollegen gefunden und sie konnten auch gute Schulen besuchen. Es hat uns gefallen, zu Babylonien. Und ich meine, Babylonien? Was ist das für eine wunderschöne Stadt? Schau ich selber. Am Tag vor dem Passafest sind Hunderte von Juden gekommen, um bei uns Matzen zu kaufen. Das Brot hat zwar überhaupt keinen Gau, und doch schmeckt es wunderbar. Und zwar, weil es uns immer an Auszug erinnert hat von Ägypten, damals beim Pharao. Und besonders am Passafest, da haben wir uns als Juden auch gesehnt, nach einem Auszug. Nach einem Auszug aus Babylonien. Natürlich hat es uns dort gefallen und vielen von uns ist es jetzt sehr, sehr gut gegangen. Aber eben, es war halt Babylonien gewesen und nicht Jerusalem. Jerusalem, von dem haben wir geträumt. Wir sind das Volk im Exil gewesen, schon bald 70 Jahre, hunderte Kilometer weg von unserer alten Heimat. Ich selber bin natürlich noch gar nicht in Jerusalem gewesen, mein Vater auch nicht, aber mein Grossvater, ja, der hat immer wieder erzählt vom Meer und von der Wüste und von allen Pflanzen, von den Weinbergen, von den Oliven, von Jerusalem und natürlich vom Tempel. Ja, der Tempel. Was hat mein Grossvater eins geschwärmt vom Tempel vom Salomo? Wie war er begeistert von dieser Schönheit, von dieser Pracht? Er hat immer wieder gesagt, ja, hier in Babylonien gibt es nicht ein Gebäude, das so schön ist wie der Tempel. Ja, also vielleicht hat er ja ein bisschen übertrieben, ich weiß doch auch nicht. Aber der Tempel, also, der muss schon ein magischer Ort sein, gell? Ein Ort, wo Gott den Menschen begegnet ist. Ein Ort, wo den Menschen Schuld vergeben worden ist. Ja, das Zentrum von unserem Glauben. Und mein Grossvater hat uns diesen Tempel so mit plastischen Farben und Formen beschrieben, dass ich mir richtig vorstellen konnte, wie der wunderschön ausgesehen hat. Jetzt steht nur noch ein Schutthaufen. Der König Nebukadnezar hat vor 70 Jahren Jerusalem überrennt, nachdem er es lang belagert hat und dann hat er alles zerstört.
Und aus dem Tempel, aus unserem Tempel, hat er die schönsten Sachen mitgeschleppt, hat sie in Babylonien ins Haus und in den Tempel von seinem Gott gestellt. Das hat meinem Grossvater das Herz gebrochen. Er ist dann weggeführt worden mit Tausenden von anderen Juden, weg in ein fremdes Land, in einer langen Kolonne. Das war der absolute Tiefpunkt. Einfach hoffnungslos. So ist mein Grossvater auf Babylonien gekommen. Dann hat er dann geheiratet. Und neben meinem Vater hat er noch 8 andere Kinder gehabt. Wir sind eine ganz grosse Sippe hier in Babylonien. Wir haben einen Haufen Cousins, Cousinen und Onkeln und Tanten. Eigentlich haben wir es gut, wie gesagt. Und ich habe dann auch geheiratet. Wir haben 3 Töchter und einen Sohn. Und dann haben wir ja dann die Bäckerei übernommen von meinem Vater. Ich kann mich eigentlich gar nicht anders erinnern. Ich war eigentlich immer in der Bäckerei gewesen, schon als kleiner Bub. Und leider ist mein Grossvater im letzten Herbst gestorben. Er hat das, was er geträumt hat davon, nicht mehr erlebt. Die Rückkehr nach Jerusalem. Aber mein Grossvater und auch mein Vater und eigentlich auch ich hat die Hoffnung nie aufgegeben, dass der grosse Tag noch könnte kommen, dass wir wieder zurück könnten. Und das hat zu tun mit einem alten Mann. Und der hat mein Grossvater noch persönlich gekannt, der Jeremia. Der hat damals in Jerusalem schon 50 Jahre vor der Zerstörung immer wieder predigt. Immer wieder das Volk beschworen, umzukehren zum lebendigen Gott. Weil sonst werden sie alles verlieren, was sie haben in Eretz Israel. Und er hat ihnen vorausgesagt, was wird passieren, wenn sie ihn nicht ernst nehmen. Der Jeremia, oder besser gesagt, der lebendige Gott. Der Herr hat zu euch immer wieder alle seine Knechte, die Propheten, gesandt. Aber ihr habt nicht gehört und eure Ohren geneigt, mir zu gehorchen. Wenn er sprach, bekehrt euch ein jeder von seinen bösen Wegen und von euren bösen Werken, so sollt ihr in dem Land, das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, immer und ewig leben. Folgt nicht anderen Göttern, ihnen zu dienen und sie anzubeten. Und erzürnt mich nicht durch eurer Hände Werk, damit ich euch nicht Unheil zufügen muss. Aber ihr wolltet nicht gehorchen, spricht der Herr, auf dass ihr mich ja erzürntet durch das Werk eurer Hände zu eurem eigenen Unheil. Darum, so spricht der Herr Zebaoth, weil ihr den Worten nicht gehorcht habt, siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker des Nordens und meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und will sie bringen über dies Land und über diese Bewohner und über diese Völker und einen Bann vollstrecken an ihnen, zum Entsetzen und zum Spott, und will alles zur ewigen Wüste machen. Und ich will wegnehmen allen fröhlichen Gesang, die Stimme des Bräutigams und der Braut, das Geräusch der Mühle und das Licht der Lampe. Dies ganze Land soll wüst und zerstört liegen, und diese Völker sollen dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Mein Grossvater hat erzählt, dass der Jeremia das immer und immer wieder gesagt hat. Er war richtig aufsässig. Er hat droht und poltert. Er hat gelockt und beschworen. Und kein Wunder hat man den Jeremia gehasst. Man hat ihn verfolgt, man hat ihn gefoltert, man hat ihn geplagt, man hat ihn verspottet, man hat ihn in einen Brunnen geschmissen. Der Jeremia ist dabei fast zu Grund gegangen. Wie hätte er klagen können? Wie hätte er selber können toben gegen Gott? Und doch ist er Gott treu geblieben. Und Gott ist ihm treu geblieben. Und dann ist es genauso gekommen, wie der Jeremia manches Jahr immer wieder gesagt hat. Der Nebukadnezar ist gekommen und hat Jerusalem 2,5 Jahre lang belagert. Im Volk in dieser Stadt ist es katastrophal gegangen. Endlich ist es im Nebukadnezar gelungen, die Stadt zu erobern. Und aus lauter Wut hat er einfach alles kurz und klein geschlagen, was ihm vor die Augen gekommen ist. Ganz besonders der Tempel. Denn da ist der Ausdruck gesehen vom jüdischen Denken und vom jüdischen Glauben. Und eben, dann ist mein Grossvater weggeführt worden.
Aber der Jeremia nicht. Die haben nämlich nur die Jungen mitgenommen, die Starken, die noch etwas können leisten, die Alten, die haben sie in dem Trümmerhaufen lassen. Und so ist auch der Jeremia dort geblieben. Aber auch dort hat Gott geredet, durch Jeremia. Und er hat diesen Leuten in der Verbannung sogar Briefe geschrieben. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männer, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr's wohl geht, geht es auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen, und hört nicht auf ihre Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lügen in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr, denn so spricht der Herr. Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Ich will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und ich will euch wieder an diesen Ort bringen, wo ich euch habe wegführen lassen. Ja, mein Grossvater hat erzählt, dass es besonders in den ersten Jahren dort in Babylon unter den Juden ein riesen Durcheinander gegeben hat. Das hat mit den Propheten zu tun, die dort auch weggeführt worden sind. Die haben nämlich zu diesen Leuten gesagt, wir werden bald wieder in Jerusalem sein. Ihr müsst euch hier nicht integrieren in die babylonische Stadt. Ihr müsst euch hier nicht gross einrichten. Die Plage ist bald wieder vorbei, Gott wird uns befreien. Wir sind bald wieder zurück, macht euch keine Sorgen. Einige aber haben auf Jeremia gehört. Es hat sie tief erschüttert, dass er mit seiner Vernichtungsprophetie recht hatte. Und wo der Jeremia ihnen im Exil geschrieben hat, dass sie sich keine Hoffnung machen sollen auf eine baldige Rückkehr, hat die Gruppe dem Jeremia geglaubt. Auch mein Grossvater hat ihm geglaubt. Und darum hat er dann gleich mal die Bäckerei gegründet. Er wollte sich integrieren in die Gesellschaft, weil er hat geglaubt, dass es nicht so schnell vorbei wird sein. Und darum ist es uns auch ganz gut gegangen in all dieser Zeit. Ich bin so froh, dass mein Grossvater nicht diesen Schönwetterpropheten geglaubt hat. Viele, die auf die nämlich gehört haben, denen ist es ganz schlecht gegangen. Die haben ziemlich viel verloren. Viele von ihnen sind sehr, sehr arm gewesen. Aber immer wieder in diesen Jahren ist der Hoffnungsschimmer irgendwo am Horizont gesehen, in unserer Familie.
Mehr als einmal hat Jeremia geschrieben und immer wieder hat er von diesen 70 Jahren geredet, wo das Reich der Babylonier von einem anderen Volk überrannt werden soll und dass dann der Moment wird kommen, wo wir befreit werden. Das ist sehr konkret, 70 Jahre. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben zählt. Wir haben zählt. 60 Jahre, 65 Jahre, 68 Jahre, 69 Jahre. Und dann, ihr könnt euch das nicht vorstellen, was für ein Vibrieren durch unser Volk gegangen ist, wo wir gemerkt haben, dass das Volk der Perser immer stärker wird, immer grösser, immer mächtiger wird, immer mehr Länder und Städte einnimmt. Und schließlich ist ihr König, der König Kyrus, eindrungen in Babylonien. Wie Heustrecken sind sie gekommen. Sie haben das Volk der Babylonier regelrecht überrennt. Es hat nicht einmal grossen Widerstand gegeben. Das meiste ist nicht einmal kaputt gegangen in dieser Stadt. Und plötzlich war da ein neuer Herrscher. Jetzt sind wir wie unter Strom gestanden. Denn die 70 Jahre sind jetzt oben. Und obwohl wir jahrzehntelang immer auf diesen Moment geträumt haben, wir konnten kaum glauben, was der persische Herrscher Kyrus ganz kurz nach seinem Amtsantritt in Babylonien gemacht hat. Er hat nämlich gesagt: Der Gott von Himmel und Erde hat zu mir geredet. Er hat mir befohlen, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Also, ich meine, stell dir das mal vor. Da sagt so ein super Herrscher, der so ein super Reich überrollt hat, als etwas vom Allerersten. Unser Gott hat zu ihm geredet, wir sollen in Jerusalem den Tempel wieder aufbauen. Also ich meine, sorry, wir sind eine kleine Minderheit gesehen in diesem riesen Reich. Und wir sind nicht selten genug verlacht worden und verspottet worden. Und jetzt kommt der Herrscher und gebietet geradezu, dass wir zurückgehen sollen. Und er hat sogar unseren Nachbarn befohlen, uns Vieh mitzugeben und Gold und was wir halt brauchen, damit wir alles haben. Ihr könnt euch vorstellen, wir sind vor Aufregung ganz aus dem Häuschen gewesen. Wir sind wie die Träumenden gewesen. Aber nicht alle. Einige haben sich halt in Babylonien zu gut eingerichtet. Einige von unseren Volksgenossen haben aufgehört zu träumen. Sie haben das Gefühl, sie hätten hier ja alles. Und schlussendlich sind längstens nicht alle auf den Weg gegangen. Und ich muss schon zugeben, meine Frau und ich und auch unsere Kinder, wir haben schon ein bisschen gezögert. Wie gesagt, uns ist es gut gegangen. Und ich meine, wir haben nur die Stadt gekannt. Da haben wir uns ausgekannt wie aus unserer Hosentasche. Und dann haben wir uns vorgestellt, wir müssten uns jetzt auf eine lange Reise machen, auf eine gefährliche Reise. Ja, und was hat uns denn in Jerusalem erwartet? Auch ein Gesteinhaufen, eine verwüstete Stadt, Trümmer, überwucherte Äcker, verbrannte Olivenbäume, verwüstete Weinberge und überall findliche Gruppen. Viele haben keine Freude gehabt, dass es jetzt losgehen soll. Viele haben dieser Vision misstraut. Viele haben gesagt, lieber den Spatz in der Hand als die Tauben auf dem Dach. Und meine Frau und ich konnten die Leute schon verstehen. Aber tief in uns war so eine Sehnsucht, eine unstillbare Sehnsucht. Ich habe immer wieder gedacht, es ist vielleicht so wie bei den Zugvögeln, wo auch so eine Sehnsucht gespürt zu gehen. Loszulassen, sich auf eine Reise zu machen, an einen Ort her, wo man nicht könnt. Genau so haben wir es auch gemerkt. Und so haben wir uns entschlossen, auf den Weg zu gehen. Dass unsere Eltern sich auch entschlossen haben, mitzukommen, hat uns das natürlich noch erleichtert. Und dann ist es ganz schnell gegangen. Wir haben alles verkauft, unsere Nachbarn haben uns verschiedene Sachen abgekauft. Ja, und eben, sie haben uns sogar noch ein paar Sachen mitgegeben. Von jemandem haben wir 3 Schöfli bekommen und von jemandem noch ein bisschen Geld. Ich bin damals 32 Jahre alt gewesen. Und dann ist es schon gleich losgegangen. Wir haben uns auf die Reise begeben. Wir sind zusammen am Euphrat nachgezogen nach Nordwesten. Und dort gibt es gute Strassen. Dort sind wir ziemlich gut vorangekommen.
Und ihr könnt euch vorstellen, wo überall, wo wir hergekommen sind, sind wir natürlich total aufgefallen. Ich meine, eine Karawane mit 40'000 Leuten kommt nicht gerade Alport am Dörfli vorbei, oder? Wir sind wie betäubt gewesen. Jerusalem, Eretz, Israel, der Tempel. Wow, wir sind eine völlig ausgelassene, erwartungsvolle Gruppe gewesen. Wir haben gesungen und tanzt jeden Abend am Feuer. Es war wie eine riesige Party. Und schließlich sind wir ans grosse Meer gekommen. Wir sind dann schon fast 2 Monate unterwegs gewesen. 1400 Kilometer sind wir schon gereist. Und wir sind von Norden dann ins gelobte Land reingekommen, alles am Meer entlang und dann den langen Weg rauf nach Jerusalem. Wir haben es ja zwar nicht anders erwartet, aber dieser Trümmerhaufen hat uns total erschüttert. Es war, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Überall nur Stein und Gestrüpp. Das soll die Stadt des König David sein, wo die Königin von Saba völlig zum Häuschen ausgesehen ist, wo sie gesehen hat. Hier soll der wunderschöne Tempel gestanden haben, wo nur noch ein Abfallhalden ist. Wir waren total erschüttert. Und gleichzeitig hat uns auch etwas wie einen heiligen Schauer überfallen. Gott hat es zugelassen, dass das seinem Volk widerfahren ist, weil sie ihn verloren haben. Und wir sollen jetzt die sein, die wieder noch ganz neu einmal anfangen und alles wieder aufrichten. Ja, wir haben gespürt, da werden wir an etwas Größerem arbeiten, als wir selber sind. An Gottes Tempel, an Gottes Reich. Und es hat uns mega gepackt. Die meisten von uns wären am liebsten gerade los und hätten die Trümmer auf die Seite geräumt. Aber zuerst mussten wir alle mal ein Dach haben über dem Kopf. Und wir mussten die Ächer bebauen, damit wir etwas zu essen hatten. Aber das ist alles schnell gegangen. Wir wollten gar nicht zu lange Zeit verlieren mit dem. Schon nach 6 Monaten sind wir wie ein Mann zusammengekommen in Jerusalem. Wir haben einfach mal den Opferaltar aufgerichtet. Wir haben das Laubhüttenfest gefeiert. Wow, da ist die Stimmung schon wieder gekommen. Und dann, meine Güte, ist ein kurzes Jahr später schon der Grundstein gelegt worden zum Tempel. Mit Musik, mit Trompeten. Meine Güte, ist das ein bewegender Moment gewesen. Und ein paar von den ganz, ganz Alten, die trotz ihrem Alter noch mitgekommen sind, zurück, haben ja den alten Tempel noch gekannt. Die waren ja weit über 70. Die haben nur noch gerannt. Die haben nur noch geschluchzt. Und die anderen haben gejubelt. Ich sage euch, es war ein atemberaubender Lärm. Man hat es kilometerweit hören. Aber unser Jubel ist bald verstummt. Die Völker um uns herum, die die Babylonier noch angesiedelt haben, die haben uns das Leben richtig schwer gemacht. Zuerst haben sie uns zwar gesagt, wir wollen euch auch helfen, den Tempel zu bauen. Aber unsere Leiter haben gesagt, kommt gar nicht in Frage. Ihr tönt nur so, als würdet ihr unseren Gott verehren, aber wenn ihr euer Leben anschaut, ihr lebt überhaupt nicht nach dem. Ihr könnt uns nicht helfen, wir machen das allein. Und da haben die Leute ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie sind stocksauer geworden. Und sie haben uns angefangen zu plagen und einschüchtern, wo es nur gegangen ist. Und das Schlimmste war, sie haben einem neuen König vom Persischen Reich einen Brief geschrieben. Unser Held, der Kyrus, ist leider kurz nachdem wir ausgezogen haben, schon gestorben. Und der neue König hat tatsächlich zurückgeschrieben: Stopp. Ende. Der Tempel wird auf gar keinen Fall gebaut. Und wer es probiert, das soll auf der Stelle umgebracht werden. Da sind 12 brutal harte Jahre gekommen. Vom Tempel ist nur der Umriss da gestanden, der Grundstein, der Altar. Wir sind total entmutigt gewesen. Und da sind wir ehrlich gesagt schon ein bisschen Zweifel gekommen. Ich meine, warum haben wir jetzt eigentlich all das aufgegeben in Babylonien? Und warum hat offenbar Gott uns hier eine Tür aufgemacht, um zu gehen, und dann ist sie dann gleich wieder zu? Wir waren völlig verwirrt. Aber trotzdem sind immer wieder Einzelne aus Babylonien uns nachgereist.
und auf Jerusalem gekommen. Ich konnte das überhaupt nicht verstehen. Ich meine, die haben ja von unseren Schwierigkeiten gewusst. Die haben ja gewusst, dass es nicht vorwärts geht. Was haben die da verloren gehabt? Warum sind die gekommen? Die wären doch gescheiter dort geblieben. Und dann ist nach 10 Jahren einer von meinen besten Freunden gekommen. Der hat dann nicht mitkommen mit mir. Aber dann ist er gekommen. Und ich habe gesagt, was machst du da? Warum kommst du? Er hat gesagt, weisst du, ich habe mich damals nicht überwinden zu dem Aufzug und Auszug. Aber weisst, mit jedem Jahr, wo wir in dem Babylonien gewesen sind, haben wir einfach gemerkt, wir sind am falschen Ort. Es ist uns immer unwohler geworden. Und gerade weil wir gewusst haben, dass es hier in Jerusalem nicht weitergeht, gerade darum sind wir gekommen. Wir wollten zu euch stehen, wir wollten euch unterstützen und sei es nur mit unserer Gegenwart, auch wenn wir im Moment gar nichts machen können. Ihr sollt wissen, wir glauben auch, was der Jeremia gesagt hat. Auch wenn wir es im Moment nicht erleben. Ja, das hat mich schon beeindruckt. Aber mit dem Tempel ist es eben gleich nicht weitergegangen. Wir sind alle wie in den Seilen gehangen. Der Mut, die Tatkraft, die Vision, das hat uns irgendwie verlassen. Es ist einfach nicht mehr gesehen wie früher. Äußerlich ist es uns auch nicht besonders gut gegangen. Die Ernten sind die meisten ziemlich schlecht ausgefallen. So eine bleierne Schwere und ein grosser Trübsinn ist über uns gekommen. Aber dann, im 2. Regierungsjahr vom persischen König Darius I., hat es plötzlich in unserer Mitte wie einen geistlichen Ruck gegeben. Ich kann euch das nicht erklären, es war so wie ein Erdbeben. Und das hat mit 2 Männern zu tun gehabt. Der eine war der Haggai und der andere hat Zacharia geheissen. Und die haben uns ermutigt, allen Widerständen zum Trotz wieder herzugehen und den Tempel einfach aufzubauen. Noch mutig, wenn es doch verboten ist. Der Zacharia, der hat immer so unglaubliche Geschichten erzählt. Er hat so Bilder an die Wand malen mit seinen Worten von wilden Rossen und verschiedenen Wegen und fliegenden Schriftrollen und goldigen Leuchtern und Ölbäumen und von einem künftigen König. Also ehrlich gesagt, ich bin überhaupt nicht rausgekommen. Und gleich, wenn ich dem Mami zugelassen habe, hat es mich gedunkt. Da ist etwas in Bewegung, da ist etwas am Kommen, da ist etwas am Aufgehen. Ja, und der Haggai, der war ganz anders als der Zacharia. Der hat deutsch und deutlich mit uns geredet, der ist gar nicht zimperlich umgegangen. Der hat uns geradezu ein Wort an den Kopf geschmissen. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es denn für euch Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus in Trümmern liegt? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf, denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht und euer sauer verdientes Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Darum sage ich, der Herr der Allmächtige, begreift doch endlich, warum es euch so geht. Steigt wieder hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich, den Herrn. Ihr habt viel erhofft, aber nur wenig bekommen. Und selbst das Wenige, das ihr nach Hause brachtet, blies ich wieder fort. Warum ist das wohl so? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, kann es euch sagen. Weil mein Tempel verwüstet daliegt und ihr nichts dagegen unternehmt. Jeder von euch kümmert sich nur um sein eigenes Haus. Darum bleibt der Himmel verschlossen. Kein Tau fällt mehr auf eure Äcker und die Erde bringt nichts hervor. Ja, darum habe ich diese Dürre über euer Land kommen lassen und über die Berge und Kornfelder und Weingärten und Olivenhaile und über alles, was ihr abgeerntet habt. Die Hungersnot hat euch und euer Vieh getroffen. Ihr plagt euch ab mit der Arbeit, aber die Mühe lohnt sich gar nicht. Boah, ich kann euch sagen, das ist eingefahren.
Das ist mir vorgekommen wie ein elektrischer Stromschlag, was der Haggai da uns erzählt hat. Und ich habe gespürt, da ist der Geist Gottes am Wirken, durch seine Worte und in unseren Herzen. Und das Erdbeben, das ist nicht nur so ein Moment so gesehen, das ist irgendwie wie stärker geworden. Das hat nicht plötzlich aufgehört nach ein paar Minuten, sondern es ist jeden Tag irgendwie stärker geworden. Wir haben immer mehr eine Art, ich kann euch das gar nicht recht erklären, so wie eine Eckel bekommen. Vor all dem, wie wir es bis jetzt getrieben haben in den letzten 12 Jahren. Wo wir uns nur um unsere Häuser und um unsere Äcker gekümmert haben, das ist uns plötzlich so kleinkariert vorgekommen, also richtig erbärmlich. Und die Worte haben auch unser Statthalter, der Zerubabel, mitten ins Mark getroffen. Er ist aufgestanden und wieder hingestanden und hat gesagt, und jetzt gehen wir wieder rauf auf Jerusalem. Und wir bauen weiter allen Widerständen zum Trotz. Ja, und da haben wir die Irmo hinterher gelötzt, gell? Und wir haben alles wieder versammelt in Jerusalem. Wir haben davon bauen. Und wir sind wieder fasziniert gewesen, dass es langsam weitergeht. Und etwas kann ich euch sagen. Also das habe ich nach ein paar Wochen schon gemerkt. Alles, was wir so angesagt haben und geerntet haben, das ist plötzlich mehr geworden, weil wir uns weniger darum gekümmert haben. Also, das ist eigentlich völlig unlogisch, gell? Und wenn ich es nicht selber erlebt habe, ich würde es nie glauben. Natürlich sind unsere alten Finden auch wieder aufgestanden. Die sind sofort wieder da gewesen und die haben uns gesagt, das dürft ihr nicht, das ist verboten worden, was fällt euch ein? Wir dürfen euch gerade verklagen beim König. Aber damals sind unsere Leiter vor die Leute hergestanden und sie haben ganz entschieden gesagt, der König Kyrus hat den Befehl gegeben zum Tempelbau. Und das könnt ihr nachlesen in den Chroniken von den babylonischen Königen und von den persischen Königen. Und da ist das zu gut gekommen, was man sagt, dass das Wort von den Perser und Meder nie geändert werden kann. Was einmal ein persischer König gesagt hat, das hat immer gegolten. Und das hat jetzt der Darius auch gemerkt. Aber sie haben ihm einen Brief geschrieben, unsere Finden, und haben ihm geschrieben, was hier geht und dass doch das verboten worden sei von den Vorläufern. Und dann ist der Brief ab. Und das ist nicht so schnell gegangen, bis da eine Antwort da war. Und weisst, in dieser Zeit haben wir geschafft wie die Wahnsinnigen Tag und Nacht. Wir haben an dem Tempel gebaut, wo ja nur wahnsinnig möglich war. Und wir haben fast zuschauen, wie der jeden Tag ein bisschen höher wird. Und dann hat uns der Prophet Haggai noch einmal ermutigt. Aber ich, der Herr, sage, lasst den Mut nicht sinken. Zerubabel und Jeschua und ihr Menschen von Juda, seid stark und arbeitet weiter, denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, stehe euch bei. Ich halte, was ich euren Vorfahren versprochen habe, als sie aus Ägypten zogen. Mein Geist bleibt mitten unter euch. Habt also keine Angst. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, sage euch, schon bald werde ich noch einmal die ganze Welt erschüttern. Himmel und Erde, Land und Meer, alle Völker werden davon betroffen sein. Sie bringen ihre Reichtümer hierher zum Tempel. Ja, ich sorge dafür, dass mein Haus wieder mit herrlichen Schätzen ausgestattet wird. Denn mir, dem Herrn, dem allmächtigen Gott, gehört Silber und Gold. Der neue Tempel wird den früheren wieder in den Schatten stellen. So prachtvoll wird er sein. An dieser Stätte werde ich Frieden und Heil schenken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ich habe schon gestaunt, wie der Haggai uns, wo er uns doch auch so zusammengestaucht hat vorher, uns hier im Namen Gottes auch wieder aufrichten und ermutigen. Und es ist gesehen, wie Benzin in unseren Adern und in unserem Herz. Und wir haben geschafft und geschafft und haben gehofft, dass die Antwort von dem Darius nicht zu früh kommt. Wir sind natürlich wie auf Nadeln gesehen. Den Darius haben wir dann später erst erfahren. Er hat tatsächlich versuchen nach dem Befehl vom König Kyrus. Zuerst haben sie ihn gar nicht mehr gefunden. Aber dann haben sie ihn gefunden in einer alten Festung. Und es ist genau so gesehen, wie wir es unseren Finden beschrieben haben. In dem Gebot vom Kyrus ist sogar genau gestanden, wie gross der Tempel müsse sein. Und darum hat der Darius der Erste unseren Finden befohlen, sie sollen sich ja hüten davon, uns zu behindern. Beim Tempelbau. Im Gegenteil, sie sollen uns alles geben, was wir brauchen, damit wir den Tempel bauen können.
Der Darius hat sogar noch eine Drohung hinterher geschickt. Weiter ordne ich an, jeder, der gegen diesen Erlass verstößt, wird bestraft. Man soll einen Balken aus seinem Haus reißen und ihn senkrecht darauf anbinden und annageln. Der Gott, der im Himmel wohnt, möge jeden König und jedes Volk vernichten, die es wagen, sich meinen Anordnungen zu widersetzen und den Tempel in Jerusalem zu zerstören. Ich, Darius, gebe diesen Befehl. Er soll genau befolgt werden. Wir sind gesehen wie die Träumenden. Wir haben wie im Flug geschafft, fast von allein. Der Tempel ist immer grösser geworden. Und schlussendlich ist er innen und außen in der schönsten, wunderbarsten Pracht da gestanden, wo man sich es nur vorstellen kann. Da musste ich an meinen Grossvater denken. Wie schade, hat er das nicht mehr erlebt. Und was haben die Volksgenossen von uns verpasst, die einfach in Babylonien geblieben sind? Ja, es waren harte Jahre, die 12 Jahre, wo es nicht weitergegangen ist. Aber die 5 Jahre, die wir gebaut haben, waren die schönsten Jahre in meinem ganzen Leben. Und jetzt ist der Tempel da gestanden in seiner ganzen Pracht und hat allen, die es wissen wollten und auch denen, die es nicht wissen wollten, bezeugt, es gibt nur einen Gott im Himmel und auf Erden. Er ist der Allmächtig, der Schöpfer, der Erhalter und der Richter von jedem Menschen. Und dann ein paar Monate vor dem ersten Passafest, wo wir dann feiern wollten, im neuen Tempel und bei der Einweihung vom Tempel, habe ich Geburtstag gehabt, ich bin dann 55 geworden. Und an diesem Tag haben meine Familie und ich zusammen beschlossen, dass wir wieder eine Bäckerei aufmachen. Dass wir wieder Matzen backen. Dass wir wieder parat sind für den Tag, wenn das Volk Matzen essen will, dass sie kommen und einkaufen können. Und wir sind überhaupt nicht müde geworden. Wir haben fast Tag und Nacht gearbeitet. Und unsere Priester haben uns dann auch gesagt, wir sollen uns reinigen vor dem Tag vom Passamal. Und uns war schon klar, dass es hier nicht nur um eine äußere Reinigung gegangen ist. Es ist um eine Reinigung gegangen von unserem Inneren, von unserem Herz. Wir mussten Sachen bereinigen. Mit uns, mit unseren Nächsten, mit Gott, mit unseren Kindern, manchmal auch mit unseren Eltern. Und dann haben wir das Passamal gefeiert. Und die Einweihung von unserem Tempel. Und so eine Begeisterung habe ich vorher und nachher nie mehr erlebt. Wir haben alle gespürt, es geht weiter. Es gibt neue Hoffnung. Gott ist mit uns.